Ja, jetzt bin ich ja wirklich gespannt, nachdem Sie mir zuerst erklärt haben, ein Unterarmbruch ist aus Ihrer Sicht die bessere Option als der Oberarmbruch. Warum ich mir das wünschen sollte? Naja, für mich kommt es nicht in Frage, dieser Bruch, weil das ist ein Snowboarder und Snowboarden tue ich nicht, damit ich sowas nicht erleide. Also der junge Mann ist beim Snowboarden gestürzt und hat sich, wie man hier sieht, die Speiche im Schaftbereich gebrochen. Da ist sicher eine relativ schwache Stelle hier. Sonst würde es nicht brechen, wenn die Gewalt dementsprechend ist. Die nächste interessante Stelle ist dann hier, aber da kommen wir, machen wir andermal. Und zusätzlich sieht der Experte schon, oder der Geübte, sieht schon, dass dieses Handgelenk so komisch ausschaut. Ja, ja. Ne? Das heißt, die Elle bleibt stehen und hier reißen die Bänder. Ja? Und dann geht es darum, dass man die Elle eben wieder einrichtet, also die Speiche wieder einrichtet. Das geht über einen, in dem Fall streckseitigen Zugang gut. Und die Verletzung ist dann auch so operiert worden. Wir haben zuerst ein CT gemacht. Da sieht man schön, wie das daneben steht und dass hier eben auch ein kleines Zwischenstück ist. Aber man sieht schon, allein schon, was ich da für Zangen aufsetzen muss. Es sind dann schon, ist die Osteosynthese, das heißt, wir das stabile Zusammenbauen und auch so, dass man es gleich bewegen kann, gar nicht so einfach, dass das wirklich gut stabil wird und dass das dann wirklich auch gut, relativ schnell zusammenhält. Mhm. Aber der ist eigentlich problemlos gegangen, das Ganze hat gedauert, schwuppdiwupp, 21.44 Uhr bis 22.15 Uhr wahrscheinlich, genau, dann war es fertig. Wirklich? Ja. Also eine halbe Stunde? Ja, gute halbe Stunde. Eine gute halbe Stunde. Und das Gelenk ist auch wieder dort, wo es sein soll. Genau. Das Handgelenk und somit. Und somit lässt man, dann gibt man dem eine Schiene drauf. Man macht dann nachher, haben wir gemacht, ein CT noch einmal in alter Frische. Ja, genau. Da sieht man schön, dass ich hier, dort wo das Loch, wo ich das Stück rausgenommen habe, habe ich ihm hier mit so einer kleinen Fräse, ja, an einer Stelle, wo man gut dazukommt und wo keine Sehnen drüber ziehen oder etwas, wo man etwas kaputt macht, eine Knochenplombe rausgenommen, Spongiosa-Plombe, und die habe ich ihm dann da hineingebaut. Ah, ja. Und damit brauche ich nicht nervös sein wegen des Durchbaus, also der wird sicher fest. Der wird fest, ja. Okay. Und dann haben wir noch... Also aus Sicht des Chirurgen eine relativ einfache Verletzung, die sozusagen... Ja. Sehr routinemäßig auch abgebildet werden kann. Das sollte eigentlich Routine sein. Ja, okay.